So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zu Folge 42. Nein, keine Ahnung, welche Folge das ist. Zu einer weiteren Folge Worker and Resources. Wir haben echt lange laufen lassen. Es ist inzwischen April 61. Die Rohre und Stromkabel sind immer noch nicht fertig. Aber kurz vor der Fertigstellung und ich dachte mir, hey, komm, dann können wir weitermachen. Mit dem Wasser und anderen Dingen. Sonst kommen wir nie weiter und einige Fahrzeuge stehen hier einfach rum und machen gar nichts. Ich glaube, dass aktuell auch nicht irgendwie ausbessern können. Also hier, die stehen einfach rum und machen nichts, obwohl sie helfen könnten. Es gibt auch genug Baustellen. Eigentlich sollte ich einfach dann nicht mehr dazugeben, nicht? Es sind einfach zu viele. Wenn ich da jetzt noch mehr raufgebe, dann wird es nur schlimmer. Vielleicht sollten wir erstmal den Strom priorisieren irgendwie, dass sie den endlich mal fertig kriegen. Weil dann könnte ich das zumindest anschalten. Und dann hätten wir doch schon mal was gewonnen. Dass wir wenigstens eine Infrastruktur erstmal fertig haben. Die Kabel stehen. Das Ding. Die hier müssen auf jeden Fall hoch. Und irgendwo muss auch der Kran in Bewegung sein. Aber in der Nacht sehe ich es eh nicht. Wo der Kran stehen soll. Oder er liegt irgendwo zusammengeklappt rum. Ich habe ihn gerade nur nicht gesehen. Da, doch, da liegt er. Okay, Strom habe ich erwischt auf jeden Fall erstmal. Ja, er hatte auch wieder das Problem, dass manche Sachen nicht als zum Baustart markiert waren. Das muss ich dir nachträglich einfügen. Das könnt ihr hier drüber machen über dieses Baumenü und Baustart für Gebäude. Und dann geht ihr hier markieren für Bauhausressourcen und könnt das hier ziehen. Und dann markiert ihr die, dass die gebaut werden. Jetzt sind natürlich schon alle markiert. Deswegen passiert da nicht mehr viel. Aber man kann das auch immer kontrollieren, wenn man hier raufklickt und sieht, welche grün sind. Und da waren nämlich einige nicht markiert in den Stationen. Und wenn man dann darauf geht und da steht oben kein Baubüro zugeordnet und man kann es aber einen zuordnen, dann buggt das so ein bisschen rum. Ich dachte damals, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, aber anscheinend ist das ein Spielproblem, der ab und zu auftreten kann. Ungünstig. Aber anscheinend nicht zu ändern. Ich habe übrigens auch noch einen Absetzcontainer-Müllfahrzeug geholt, damit wir hier so ein kleines Allrounder-Ding haben. Und ja, eigentlich muss ich warten. Ich frage mich halt auch, warum fahren nicht alle LKW raus? Hier zum Beispiel, er steht rum. Er fährt jetzt rein. Er macht auch nichts mehr. Aber es gibt doch genug Sachen, die bestimmt zugeliefert werden müssen. Zum Beispiel hier Platten. Ich glaube kaum, dass hier einer 54 Platten gerade transportiert. Achso, der ist auch. Die sind auf der Baustelle. Es fehlen einfach nur Arbeiter. Okay, wartet mal, wenn Arbeiter fehlen, wir könnten doch hier zum Beispiel noch einen zweiten Bus jeweils kaufen. Wenn das das Problem ist, dass wir nicht genug Arbeiter dahin kriegen, das können wir beheben. Wir könnten auch gucken, dass wir die vielleicht anbauen. Ah, okay. Da geht nämlich das Ding los. Hier sind nicht genug Arbeiter drin. Okay. Vielleicht, aber ob sich das lohnt, weiß ich halt nicht. So, schließen wir es erstmal irgendwie an und sagen vielleicht, ihr holt eure Arbeiter daher.
Und ihr holt eure Arbeiter auch daher. Ist vielleicht ein bisschen länger der Weg, aber dann haben wir vielleicht nämlich nicht das Problem, dass da null sind, sondern so ein bisschen die Verteilung und kriegen mehr Arbeitskräfte. Weil wenn das nämlich uns hier verzögert, das geht richtig in die Zeit. Also bis Mai, April, Mai, Juni, Juli will ich eigentlich auch das Wasser fertig haben, aber ich glaube, das sehe ich hier noch nicht, dass wir das hinkriegen, bei der Menge, die offen ist. Wie viel holt er? Hier, er hat wenigstens Arbeitskräfte. Dann werden die Sachen hoffentlich jetzt mal fertig. Weil wir haben so viele Sachen, die auf 90-80% rumdümpeln. Komm, jetzt zieht durch. 9 Tonnen, 8 Tonnen, 6 Tonnen, 5 Tonnen, 3, 2, 1, ready! Sehr schön, ein weiteres Rohr ist fertig. Und viel wichtiger wären, dass die Stromkabel fertig sind. Aber ich glaube, das ist passiert. Jawohl, das Stromkabel sitzt. Das Stromkabel sitzt. Das Ding hier noch nicht. Oh oh, und der Bus braucht eine Reparatur. Der ist 58% abgenutzt. Aber wir wissen ja aus den alten Spielen, dass es besser ist, wenn wir die so ein bisschen 3 Kilometer landeinwärts bauen, die Reparaturfabrik. Wir könnten natürlich jetzt auch eine eigene Siedlung anfangen zu bauen. Das Problem ist halt wirklich, dass wir noch weder Wasser noch irgendwas dann haben. Weil wir keinen Strom haben. Hier wäre Strom. Okay, Abwasser wäre noch nicht. Wasser wäre nicht. Okay, ich könnte Wasser herstellen. Aber selbst hier fehlen ja die Rohre. Und das fehlen wirklich nur Arbeiter. Ich glaube, in den letzten Staffeln habe ich immer angefangen, ein kleines Dorf halt auch mit Leuten zu bauen. Aber die brauchen ja trotzdem Wasser. Ich meine, wie viele Sachen hier sind? 40, 50 Sachen noch oder was? Das ist echt eine ganze Menge. Das sieht man gar nicht. Nicht, man baut so 2, 3 Sachen, aber klar, überall diese kleinen Futzelrohre, die dauern zwar nicht lange, aber die fordern natürlich auch erstmal ihren Tribut an Arbeitskräften. Und die Busse holen halt einfach ungeniert 20, 30 Leute raus, auch wenn es unsinnig ist. Ich glaube aber mit der Aufteilung hier mehr Busse und die Arbeitskräfte von da oben holen, ist das schon mal ein bisschen gesünder. Ich glaube, im Winter haben wir hier in den Tropen auch gar kein Problem. Also ich habe jetzt zumindest keinen Schnee gesehen. Finde ich gut. Also da machen die Biome Sinn. Wir müssen also gar nicht heizen. Ich glaube kaum, dass es hier irgendwo einen Wintereinbruch geben wird, großartig. Sieht auch aus wie so eine kleine Oase. Dadurch, dass da ein paar mehr Bäume wachsen, die wir gepflanzt haben. Was wir machen könnten, wir könnten den Alkohol holen. Der hat aber nur einen Stellplatz. Das heißt, der Alkohol müsste hin und her fahren. Das ist blöd. Das haben sie zum Beispiel auch nicht geregelt. Ich fände zum Beispiel, dass die Müllabfuhr immer den Müll abholen kann, ohne so einen Stellplatz. Oder es immer 2 Stellplätze gibt. Gerade bei so einem Gebäude, wo man keine Erweiterungsmöglichkeit über Gabelstapler hat, ist das halt immer scheiße. Weil es muss ja einerseits beliefert werden, aber andererseits auch der Müll abgeholt werden. Und wenn ich jetzt sage, aber ich müsste den Alkoholwagen halt die ganze Zeit hin und her fahren lassen, damit hier immer genug drin ist, weil ich halt kein Distributionsbüro habe, weil ich das erst erforschen muss. Gebäude hat keinen Strom. 99, 98%. Hier fehlen 3 Arbeitstage.
Ja, so langsam wird es auf jeden Fall übersichtlicher. Also es hat auf jeden Fall was gebracht. Interessant, der fährt in der Mitte lang. Und wir müssen eine Tankstelle noch einplanen. Das wäre vielleicht am sinnvollsten, sobald wir Strom haben, auch eine Tankstelle hier irgendwo zu haben. An der Stadteinfahrt finde ich die eigentlich immer richtig praktisch. Da passt auch so hin, nicht? Also in der Stadt, wenn man rein oder rausfährt, da gibt es immer irgendwo eine Tankstelle. Und das würde ich auch genau hier so vorsehen. Welche habe ich jetzt genommen? 60 Tonnen Treibstoff, das klingt gut, das passt. So, eine kleine Tankstelle. Und dann können alle, die hier nämlich rumgurken, dann müssen die nicht mehr da oben hinfahren. Aber sobald wir Strom haben, können die auch hier tanken. Das passiert hier jetzt noch nicht. Weil halt noch einzelne Stromdinger fehlen. Aber ich kann, glaube ich, schon anschalten. Dann haben wir wenigstens hier einen Teilstrom. Die haben zum Beispiel nämlich dann schon Strom. Das ist gut, weil hier der ist fertig. Sehr gut. Du bist auch fertig. Sehr gut. Oder? Ja. Okay. Sah so komisch undynamisch aus. Der wackelt gar nicht mehr hin und her. Früher haben die immer hin und her gewackelt, aber wahrscheinlich, weil es keine Abnehmer gibt. Liegt da natürlich jetzt einfach straight der Strom an. 38% würden die hier verbrauchen. Okay. Das muss man auch immer im Auge haben. Hier nämlich 68. Alle angeschlossenen Gebäude. Weil die aber mit da oben sind, ist die Nennleistung nur 49. Weil hier oben ist ja ein eigener Umspannkasten, der wiederum 163 überlastet wäre. Aber aktuell nur 74, weil die da unten natürlich nicht zu ihm zählen. Wobei ich mich frage, warum der so viel verballert. Wahrscheinlich, weil das Ding echt viel zieht und die ganzen Pumpen. So, das heißt auch, der Brunnen kriegt nämlich langsam Wasser und das Wasser landet auch hier drin. Chemikalien haben wir ja eingestellt. Der Kleine steht schon eine ganze Weile hier und liefert sie dahin. Da haben wir also schon einen Gewinn. Abwasser ist auch langsam ready. Und ich würde sagen, Sanitärinstallation, Abwassertank. Wir warten noch so ein paar Sachen ab. Müllplatz hatten wir. Braucht noch jemand anderes einen Müllplatz? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe, dass die hier Müll brauchen. Die brauchen nämlich Müll. Guckt. Die brauchen Müll. Dann kriegen die hier so einen kleinen Müllplatz. Vielleicht auf der Seite. So unterm Strom, dass man das irgendwie zusammenregelt. Nee. Hier ist eigentlich schon ganz smart. So genug Abstand zum Rest. Das habe ich glatt übersehen. Aber sonst, die hier brauchen alle keinen Müllplatz. Die haben alle. Das ist also alles gesichert. Die Rente ist sicher. Nicht wahr? Wichtig und richtig. Die brauchen hier auch nicht, weil hier auch keiner arbeitet. Alles klar. Und das Ding wartet nur darauf, dass endlich die erste Brühe rausfließen kann. Okay, ich würde sagen, das reicht, um Wasser zu planen. Wir müssen sie ja noch nicht fertig anschließen. So, also da kommt das Wasser offiziell raus, dann würde ich hier auch direkt eine Verteilung machen. Das Gute ist, beim Wasser brauchen wir nicht so oft eine Pumpe bauen. Machen wir es direkt hier vorne hin.
Und hier sind ja auch schon Straßen. Das können wir spiegeln. Ah, der hat immer nur den Ausgang nach hinten gehabt. Ja, ich erinnere mich. Und hier kommt ja eventuell eine Pumpe hin. Das heißt, beim Wasser muss man immer gucken, dass man dann so ein bisschen Abstand hat, wenn man über die Pumpe noch kommen will. Das heißt so. Hier dann so. Ja, da ist ja schon Pumpe, da kann ich sogar noch dichter ran. Aber hier nicht, weil ich hier darüber muss. Man muss immer gucken. Ja, das war schon die richtige Stelle. So, und einmal Wasser hier hinten und dann haben wir, glaube ich, eine gute Verteilung. Ah, und wir brauchen ja gar keine Pumpe. Stimmt. Wir haben ja, wir wissen ja, je mehr Pumpen wir anschließen, desto schlimmer wird's. Soweit später brauchen die hier nämlich Wasser. Dann wollen wir einen Verteiler hier hinten irgendwo haben. So. Oh. Und von hier geht's dann in die Stadt rein. Verstecken wir auch hier hinter. Und dann weiß ich noch nicht, wo wir hier genau abgehen, hingehen. Und dann nehmen wir ein Wasseranschlussstation. Und wir nehmen die größeren. Finde ich ein bisschen hübscher. Kriegen wir die irgendwie hier auch noch gequetscht? Nee, nicht. Oh, doch, hier würde ich sie hinkriegen. Aber dann wäre mir das schon zu eng an der Straße. Hier so neben dem Müll wäre halt echt genial gewesen. Aber das ist zu eng. Weil da habe ich das Gebäude halt auch echt knapp bemessen gebaut. Und am Sportplatz geht nicht. Hier hinterm Einkaufszentrum. Das ist nur die Frage. Gut, das Stromkabel dürfte tief genug sein. Aber auf die Seite kommt nichts mehr hin. Dann ist es gut. Und daneben könnte denn noch der Verteiler sogar direkt. Dann wäre das ein geschlossenes System. Muss ich nur aufpassen, dass ich wirklich hier rankomme. Klonk. Und manchmal setze ich so ein Stück daneben an und guckt, das ist blöd. Aber gut, dass wir den noch nicht gebaut haben. Das reicht vom Winkel her nicht. Jetzt passt es. So. So. Von dir nehmen wir die mittleren. Dann hätten wir hier noch eine Option, das umzubauen. Und von dir den. Obwohl, nehmen wir lieber. Nee, den mittleren. Nee, wir nehmen den. Das passt schon so. Brauchen wir denn hier Wasser überhaupt schon? Ich glaube auch noch nicht. Das wäre also alles Zukunftsinvestition. Ja, die einzigen, die aktuell Wasser brauchen, wären die hier. Alles andere braucht kein Wasser. Dann würde ich sagen, wir planen das alles so, wie wir es gesetzt haben und müssen jetzt noch Wege anschließen. Und dann können die sich hier erstmal fröhlich auslassen. Es ist halt doof, dass dieser wirklich nur den Weg an der einen Stelle hat. Ich meine, die haben groß getönt, oh, mehr Anschlussmöglichkeiten für die Sachen. Ja, und dann haben die Sachen halt nur einen Wasseranschluss. Das ist halt ein bisschen... Also da hätten sie mehr
Anstrengung auf jeden Fall reinstecken können. Dass man hier vielleicht auch seitlich rausgehen kann und so. Ist ein bisschen blödi, dass das halt nicht der Fall ist. Okay, das würde nicht klappen. Dann... So vielleicht. Wo haben wir noch einen, den ich noch nicht angeschlossen habe? Hier wahrscheinlich. Der irgendwo... In die Richtung auf jeden Fall. Vielleicht so. Ah, so geht das doch. Und bei denen, da machen wir einen Anschluss sowieso vom Kaufhaus. Und das ist dann zu eng. Das ist natürlich super. Dann machen wir, die kriegen Anschluss zur Straße. Und dann ist das Kaufhaus zu eng, nicht? Ah. Ich kann mich jetzt also entscheiden. Obwohl, oder so. Perfekt. Geht doch. Manchmal muss man nur meckern. Menschen meckern heutzutage auch zu wenig. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? So ein gesundes Aufregen kann auch mal gesund sein, aber irgendwie haben... Entweder sind alle richtig aggro, aber so einfach mal über etwas genervt sein, dann sind immer alle, seid doch nicht genervt, aber selber sind sie dann immer so ganz komisch bei anderen Sachen. Okay, das heißt, Wasser haben wir auch geplant. Damit haben wir die komplette Infrastruktur ready, die notwendig ist, um den Start zu betreiben. Also wie gesagt, Heizung lasse ich jetzt mal aus. Fernwärmerohre, Fernwärmepumpe. Ich hoffe nicht, dass wir das in den Tropen wirklich brauchen. Zur Not wird uns eine Generation Arbeiter wegsterben. Und dann müssen wir hier hinten mit der ersten Industrie anfangen. Ich meine, die bauen jetzt fröhlich. Die haben genug zu tun, würde ich sagen. Obwohl es gar nicht so viel ist. Und dann fangen wir mit dem schönen Kies an. Wo haben wir Kiesindustrie? Denn nur Kies ist wahres Gut. Wir bauen gleich die große Kiesgrube. Ich mache da keine halben Sachen diesmal. Und Höhenlinien. Ja, eigentlich genau hier 100% der Quelle. Später kann man hier auch Dings anschließen. Ich glaube, wir machen das so. Nur 99% der Quelle. Oh, oh. Dann kann ich nämlich später hier ein zweites anschließen. Wir bauen das mal. Ja, 99% oder 100 ist auch egal, oder? Also wir setzen es mal. Wir bauen es ja nicht, nicht? Das ist das Gute... In dem Modus, man kann die Sachen setzen, ohne dass sie irgendwie gebaut werden, man Geld ausgibt. Ist so eine Art Planungsmodus. Klar wird der Boden geebnet. Und jetzt habe ich nämlich diese schönen Förder- und Pipeline-Motoren. Und auch die anderen Sachen. Obwohl, die haben das doch schon im Spiel inzwischen drin. Das vergesse ich immer. Schüttgutüberführung. Richtig. Aber die Schüttgutüberführung funktioniert nicht. So wie ich das gedacht habe. Ich wollte eigentlich eine Straße zwischen den beiden und Schüttgut nach unten. Das kann das Ding nicht. Wir brauchen eigentlich so zwei Eingänge, einen Ausgang. Sowas hier. Und die Straße aber auf der anderen Seite. Das heißt... was ist das hier? Sowas eher.
Genau, das hier brauchen wir. Das sieht gut aus. Da kommen die Sachen rein und unten kommen die raus. Und dann machen wir das alles so ein bisschen mehr nach in die Richtung und den können wir später dann anschließen, wie wir lustig wären. Ich ziehe die Straße trotzdem auf der Seite. Und nochmal weg. Und dann wissen wir, da kann der später ohne Probleme ran. Und dann brauchen wir eigentlich gar kein Zwischenlager, nicht? Das konnten wir uns beim letzten Mal wunderbar sparen, weil das Zwischenlager hat gar nichts gebracht. Weil das puffert halt ein bisschen Bruchstein dazwischen. Das war's dann aber auch schon. Sag mal, wo ist denn das? Baugut, Abriss, Bauämter, Kies. Aber das muss auch hier nochmal sein. Aluminium, Stahl, Kohle, Ol, da Kies. Brauche nur die beiden. Kieswerk, gleich das große, oder? Das kostet kaum mehr. Da hätte es den Eingang. Und wir wissen, das kann eh nur ein Eingang. Also von daher ist das auch Wurst. Hier müssen wir dann nochmal einen Übergang machen. Okay. Dann kommen die Sachen da rein, oder? So ist halt die Straße genau im Weg. Ich will es halt in die Richtung haben, damit wir das zur Not zu diesem Hafen, den wir geplant haben, hinkriegen. Und dann machen wir da noch irgendwo einen Übergang hin. Nochmal wegnehmen, dann nehmen wir aber da den Standardübergang vom Spiel aus. Der ist auch wunderbar. So. Schöner Weg, nicht. Hier ist ja gar kein Anschluss. Der hat doch schon wieder was angezeigt, was er nicht gebaut hat. Das geht hier gar nicht. Okay, dann brauche ich das ja auch nicht bauen. Nee, dann müssen wir den anderen nehmen. Aber manchmal ist das echt ass. Er zeigt einem was an und irgendwie, dann ist es doch nicht so. Okay, wartet mal. Das gefällt mir so nicht. Ich meine, das kann ich ja nochmal hier neu bauen. Das kostet ja nichts. Weil hier mit der Straße und so, nicht? Das ist ja Kacke. Ich hätte echt gern so einen Umschiebemodus, dass man die Sachen setzen und dann schieben kann und dann bestätigt. Das wäre optimal. Weiß nicht, warum das Spiele nicht haben oft, sondern dass man aktiv, ich setze was und dann ist es schon gebaut, ohne dass ich nochmal vielleicht überlegen oder drüber gucken kann. Nicht mal sehr schade. Hier kann ich zum Beispiel auch nicht genau an der Straße ausrichten. Das sind halt so die kleinen Momente, wo man sagt, warum denn? Okay, wir hatten gesagt, zwei zusammen, eins ab. Wo war der denn? One in, one out. Nee. Nee, mit Schienen. Nee, auch mit Schienen. Das Ding hier. So, dann ist es nämlich angeschlossen direkt.
Ne? Und dann können wir hier wieder die Kiesgruben hinsetzen und sind glücklich. Wo sind sie? Kies, 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 Kies. % der Quelle. Das ist gut. Was hätten wir hier? Hoffentlich auch 100% der Quelle. 99. Hier gibt es irgendwie keine 100%. Aber 99 wäre auch okay. Das funktioniert also auch, wenn wir es so bauen. Finde die Straße sogar, wenn die gar nicht so gerade ist, sondern so ganz gut. Oh. Ja, der hat ja schon einen Straßenanschluss. Nein, wir wollen noch gar nicht bauen. Sorry, Leute. Baut doch erstmal die anderen Sachen bitte fertig. Habe ich wieder komplett verpeilt. Und dann brauchen wir aber ein Lager. Lager. Und hier können wir zur Not ja auch noch ein Lager anschließen, wenn wir wirklich wollen würden. Buchlager. Freilager da. Und zwar für... Nee, das ist nicht das. Wir brauchen ein Schüttgutlager. Seilbahn. Lagerhaus. Nee, Schüttgut. Da hinten. Schüttgutlager. Da gibt es nämlich auch diese großen. Ich bin immer noch ein Fan von den alten. Obwohl die... Ja, die brauchen weniger Beton, aber mehr Stahl. Gibt auch ein kostenloses Lager. Ah, damit man das hier günstiger aufbauen könnte. Ja, ist aber Quatsch, oder? Ich könnte auch das Lager für beide benutzen und ein großes Lager machen. Aber ich glaube, ein Schüttgutlager kann nur eins gleichzeitig speichern, nicht wahr? Ich würde das so setzen. Und in dem Moment, wo ich setze, überlege ich mir, nein, so will ich es doch nicht setzen. Weil ich ja, ich will Ausgänge nach da und nach da. Und da ist ja auch ein Ausgang. Dann kann ich das auch hier hinsetzen. So. Ja, so ist besser, weil dann kann ich nämlich noch... Das geht nicht. Okay, dann brauchen wir da wieder einen Adapter. Eine 1 zu 1 Dings. Wo ist denn das? Haben wir das? Haben wir hier? So könnte ich es bauen. Dann könnten wir sogar noch eine Straße da durchführen, falls was wäre. Hab schon schlimmere Ideen gehabt, glaube ich. Ersetzt die beiden Sachen auch. Sehr gut. Ah, ich kann nur hier ran. Okay, nenn es doof. Ich dachte, das ist eine zweiseitige Straße. Sowas ist immer Kacke. Weil dann kann die Feuerwehr nur von der Seite ran und nicht von der. Das ist dumm. Also. Das sieht man hier drauf immer nicht. Das ist das große Ding. Das will ich eigentlich nicht haben mit Rail und Co. Und das hat nur den einseitigen Eingang. Das ist halt auch blöd. Es gibt noch... Jetzt wartet. Jetzt fangen die das hier schon an zu bauen. Ich vergesse das immer. Ja. Schnell. 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 Ach. Nein, du sollst nicht... Sorry. Sehr schön, nimmt er wieder mit. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt werde ich mich direkt wieder zurückfahren. So. Tschüss. Tschüssikowski. Sind noch im Planungsmodus. Ich sollte vielleicht die Straße hier abschießen.
dass ich nicht das aus Versehen irgendwie randitsche, wo ich sie jetzt noch gar nicht randitschen will. Jetzt haben wir das Schüttgutlager und jetzt LKW befüllen. Genau. Und da können wir nämlich dann zwei machen. Einmal für Export und einmal nämlich für Bauwesen. Das haben wir immer so gemacht, das hat sich eigentlich gut bewährt. Wenn die einen eigenen Anschluss hatten. Zumindest zum Stehen, nicht? Weil da stehen recht viele Wagen dann immer drauf. Und ich würde sagen, hier zwischen, da fehlt uns die Verbindung. Wenn wir die haben, können wir es aber auch bauen lassen. Ah, so ein Turm vom Spiel aus. Der hat auch nur eine Straße in eine Richtung. Die Türme sind aber neu. Die sahen auch schon mal anders aus. Ja, der hat auch nur die eine Seite, glaube ich. Ich guck mal kurz. Ja, der hat auch nur in die Richtung. Okay, auch blöd. Das ist echt eine Wissenschaft, diese Türme. Und bis dann nochmal, Element. Schlaf schön. Von unten nach links. Das könnte klappen, aber da ist die Straße auf der falschen Seite. Von unten nach rechts. Das von oben nach rechts. Von... So. Das ist die Straße auch auf der falschen Seite. Umgedreht gibt es nicht. Auch auf der falschen Seite. Irgendwie, obwohl die Dinger tausendfach Spiegelungen haben, sind die immer falsch. Also, die passen gar nicht. Was haben wir hier? Das ist nur so ein direkter. Könnte man natürlich auch machen. Mache ich jetzt auch. Reicht mir. So. Das heißt, hier würde es produziert werden, in das Lager gebracht werden. Die würden das direkt zu Kies packen und das wäre da. Dort wird es dann auf die beiden verteilt und dann ist gut. Und der eine kriegt jetzt den Anschluss an die Straße hier. Die ist natürlich super schief hier geworden. So, ich würde sagen, die binden wir aneinander an. Und hier gibt es so einen besonderen Modus, da kann man die beiden Sachen verbinden. Wenn da so ein Punkt entsteht, den man nicht möchte, so wie jetzt gerade. Zack. Und ich glaube, denen vielleicht direkt wirklich einen eigenen Anschluss spendieren. Und dann haben wir unser Kieswerk angeschlossen. Noch nicht fertig, aber schon mal da. Was fehlt? Strom. Okay, da können wir weiter planen. Ich meine, da haben wir zwar einen Strom, aber können wir trotzdem hier vorsehen, dass es weitergeht. Weil wenn wir den Strom vergessen, weiterzumachen und bauen uns da irgendwann mal was hin, dann habe ich nämlich ein großes, großes Problem. Deswegen lieber zu früh als zu spät. Was schade ist, dass es halt problematisch ist mit Autobahnbrücken. Da braucht man halt wirklich viel Platz und den haben wir halt nicht. Dass man hier sagt, zum Beispiel einspurig geht's hier rüber. Also so wie bei City Skylines, da sind die Straßen auf jeden Fall besser, individueller zu bauen als hier. Da würde ich dem Spiel dann
hier Probleme zugestehen, sage ich mal. Dass es nicht so flexibel ist. Vielleicht kommt da aber ja auch nochmal ein Update, was den Straßenbau angeht. Und mehr ermöglicht, nicht wahr? Ich würde das Stromding direkt daneben pflanzen. Da können wir ja so einen kleineren Turm hinbauen. 10 Megawatt, das reicht ja locker. Und dann so eine Verteilerbox hier, das hier. Vielleicht lieber die aus dem Spiel. Und das Stromkabel. In der Industrie, finde ich, kann das auch echt alles oberirdisch laufen, oder? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich meine, hier müssen Arbeiter hin. Hier theoretisch auch, hier aber nicht. Aber ich würde die direkt hierhin liefern lassen. Beziehungsweise wollen wir ja hier gleich die ein kleines Dorf hinbauen, nicht? Nur für die. Das heißt, wir brauchen hier auch Abwasser. Und der kommt vielleicht direkt da oben ran. Klingt eigentlich nach einem Plan. Hier ist blöd wegen Strom. Ja, dann machen wir das auf diese Höhe. Hier hätte ich... Ah, da ist schon Strom. So eine Scheiße. Das sieht man halt nicht im Untergrund. Das ist auch noch so ein Ding. Manchmal sieht man die Sachen einfach nicht. Da geht's noch nicht. Man sieht halt auch nicht, dass es nicht gebaut werden kann. Ich meine, klar, da ist dieses Symbol. Straße, Infrastruktur im Weg heißt das, nicht? Aber das nimmt man halt schwerlich wahr. Und ja, ich würde direkt einen Abwasseranschluss irgendwo hier vorsehen, wenn er baubar ist, aber ist er nicht. Ich glaube, auf der Seite haben wir mehr Glück. Können wir das so setzen vielleicht? Andere Infrastruktur. Ich wüsste nicht, welche andere Infrastruktur. Okay, also da ist irgendwas im Weg. Mal gucken, ob das hier klappt. Würde gehen. Ja, dann hätten wir da einen Anschluss. Wenn ich jetzt noch nach vorne komme. Perfekt. Neue Fahrzeugtypen verfügbar. Aber das passt uns alles so. Und Prost! Und wenn diese Industrie läuft, dann haben wir die ersten Menschen, obwohl wir die eigentlich auch ohne die Industrie hier haben könnten, aber ja, sieht jetzt nicht schön aus, aber selten. Ich würde sagen, eine Bushaltestelle oder so eine
Plattform gibt es ja. Für 340. Oh, guck mal, hier so einen kleinen, schönen Bahnhof. Und da, Busbahnhof. Und da kommen die jetzt drumherum. Die paar ersten Einwohner. Wir gehen auf Wohnhäuser. Welche Wohnhäuser wollen wir denn noch bauen? Ich würde sagen, die Ziegelhäuser. Die anderen nicht. Viele sind nicht freigeschaltet. So eine große mit 150 Arbeitern. Vielleicht die hier. Die könnten wir bauen. Aber ich würde hier am Rand erstmal mit einer kleinen Testsiedlung anfangen wollen. Mit so ein paar Arbeitern. Ob das überhaupt funktioniert, das Konzept. Ich würde sagen, für das Konzept machen wir einmal eine Gehwegstraße. Gehwegstraße. So, dann können alle zum Busbahnhof. Müll brauchen sie. Okay, Müll kriegen sie auch. Den Müll könnten wir theoretisch sogar mal mit einer Straßenanbindung machen. Aber dann kann ich den nicht so gut platzieren vielleicht. Den hier könnte ich zum Beispiel nach hier platzieren. Ich glaube, da kommt er eher an alle ran. Weil Müll brauchen wir auf jeden Fall. Wasser kriegen die dann? Abwasser kriegen die dann noch? Okay. Dann die Häuser. Die kommen nämlich dann außen rum. Und kriegen ihre eigenen Straßenanschlüsse noch. Und ich habe vergessen auszuschalten, Bürger bekommen, nicht wahr? Passiert mir ständig. Müssen wir halt gleich nochmal manuell machen. Aber ich würde sagen, ihr habt einen Eindruck davon, wie das hier wird. Oder wie es nicht wird. Wenn, dann müsste ich es weiter nach hinten setzen, nicht? Ich dachte nur, dann kommen die vielleicht dahin ohne Dings. Vielleicht müssen wir die auch darüber setzen. Aber ihr habt eine Idee davon, was ich bauen will. Und von hier fährt der Bus sie denn da hinten hin. Und dann machen wir da auch so eine Stadt, paar Leute. Und die werden dann hier hingefahren. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir haben immerhin schon Strom. Hier dürfte sogar Wasser anliegen. Achso, nee, weil wir das Wasser hier noch nicht produzieren. Aber ja, alles Weitere in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.